Lass sie mich heute piercen. Es schmeckt gar nicht so krass nach Gras. Nicht sauer sein. Wir gehen jetzt was trinken und gehen dann in eine coole Show. Jetzt werde ich gepierst. Geil, Carol. So was Cutes. Mein Nippel ist in zwei Hälften geteilt. Morning in the morning and willkommen from Amsterdam. Ja, der letzte Vlog hat in Hamburg geendet und wir hatten jetzt die letzten Tage unser 99-Shooting. Und ich wollte mich da voll und ganz drauf konzentrieren. Aber falls ihr wissen wollt, wie das Shooting war und so weiter, folgt gerne dem 99-YouTube-Channel. Wir haben da für euch gevloggt, deswegen wollte ich nicht alles... Sorry, ich muss aufstoßen. Jetzt geht's. Nee, jetzt. Jetzt. Ich wollte nicht doppelt gemoppelt filmen. Aber wir haben hier ein paar coole Sachen noch geplant, die Tage, und haben Amsterdam so ein bisschen verlängert, um einen Girls-Trip zu machen. Sophie's in the bag. Und Noelle und Cheyenne sind im anderen Zimmer. Wir sollten uns eigentlich schon vor 15 Minuten treffen, aber so sind wir. Wahrscheinlich keiner fertig. Genau. Und ja, wir haben exciting things vor. Unter anderem lass sie mich heute piercen. Ich bin unnormal excited. Ich habe schon ein paar Ideen. Ob das im Endeffekt genauso wird, sehen wir dann. Es bleibt spannend. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bleibt dran. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Vlog. Gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben. Und wir gehen jetzt los. Heute, the sun is very strong over here and it's very windy. Wir haben gerade noch aus dem Auto ein paar neue 99-Sonnenbrillen geholt, mit denen wir heute vielleicht noch ein paar coole Bilder hinkriegen. Und wir gehen jetzt zu einem Brunch-Spot, den Noelle rausgesucht hat. Der heißt er eigentlich Chan oder Chan? Chan. Chan? Aber es wird mit U geschrieben. Ich denke Chan. Also Chun hört sich ja schon scheiße an. Das hat sich ja gereimt. Ja, und wir sind jetzt on the way. Und danach geht's zum Piercing. Guck mal, ich habe meine neuen Ohrringe an. Oh, süß. Cute, ne? Und deswegen dachte ich, kann dann hier mein drittes machen. Denn ja, hier so den... Du müsstest eigentlich so einen kleinen ovalen Dingsens da machen. Ein was? Also so, so ein kleines ovales Steinchen wie das. Ja, ja, genau. Klein, dann nur dann als da Stecker dann. Ja, genau. Und dann dachte ich heute Morgen, guck mal. Lass mal auf der Sonnenseite. Sonnenseite. Aber ich habe überlegt, dass ich mir vielleicht hier noch diesen Conch mache. Weil ich habe nämlich gegoogelt und da hat jeder gesagt, das ist der beste Healing für die Heilung. Und dass der am wenigsten weh getan hat. Weil ich ja an den hier noch gedacht habe, diesen Tragus. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich mir mein drittes Ohrloch mache, dann hier den Conch, dann kann ich hierhin, hier zwischen dem ersten und zweiten Loch so einen ganz kleinen machen. Weiter oben. Ja, das nennt man, weiß ich nicht mehr, wie man das nennt. Ganz wild, also so ein Dreieck dann. Genau. Habe ich dir schon mal eine tolle neue Idee erzählt über meine Piercings? Aber es wird geil aussehen, glaube ich. Oder? Wenn es so ganz kleine Steinchen sind. Ach Leute, guck mal, wie süß wir sind. Ich finde das auch schön. Soll ich sie erzählen? Okay, ich erzähle es dir jetzt auch. Ich muss nicht sagen. Also ich mache kein Piercing, aber vielleicht machen wir ein drittes Ohr noch. Ja, auf einer Seite. Ich glaube, wenn du eins. Nein, ich will wenn dann zwei, weil ich brauche symmetrisch. Aber ich weiß nicht, weil meine sind voll schief gestochen. Meine dann auch. Dann müsste der mir sagen, ob das überhaupt passen würde. Ja, wir lassen uns einfach mal beraten, Leute. Aber vor so Hören, die dann so wirklich da durchgehen, habe ich Angst. Und du? Nee. Mal dein Ohr. Ich habe jetzt nur ein Ohrring drin. Was meinst du mit besseres Ohr? Ja, wo die Ohrlöcher besser gestochen sind, die zweiten. Okay, warte. Hier. Hier hast du mehr Platz an der Seite. Nee, weil guck mal, das... Der erste ist mittiger. Und das ist höher. Und das ist bei mir auch so. Ja, guck mal. Das ist doch voll schön, wenn hier noch so ein drittes dazu kommen würde in das hier. Guck mal, ist das schön, dass ihr gerade mein Ohr filmt. Ich hoffe, das ist sauber. Nein, guck mal, hier, das ist so schief nach oben. Ja, weißt du, müsste da und hier, glaube ich, ist es symmetrischer, wenn es hier wäre. Also dann rechts. Ja. Was ist denn deine Schokoseite? Ist doch rechts, oder? Ich glaube eigentlich links, aber es ist mir auch wein. Ist ja mein Ohr eigentlich. Ja, also ich denke mir, meine Schokoseite. Meines rechts. Meines links. Ist so go. Meine Schokoseite ist links und ich schlafe auf der rechten Seite. Deswegen ist es sehr einladend, mein linkes Ohr halt voll zu machen. Weil man es dann sieht
und weil ich dann halt auch gut schlafen kann. Also ich glaub, aber dann hast du an deinem linken Ohr dieses ganze Gedöns dran und am rechten gar nichts. Ja, aber man sieht eh nie meine rechte Seite. Also ich versuch's zumindest. Ja, also wenn man dich in person sieht, ja schon. Stimmt, das ist gut. Hey, du, ich guck mal, ich habe auf der einen Seite auch nur weniger Schmuck als auf der anderen. Extra alles deswegen? Nein. Du und ich. Juicy aus. Aber du bist kein Fan von Carrot Cake. Wo warst du da? Sind ja auch noch. Apple Pie. Ist auch nichts für dich. Magst du Rhabarber? Ich liebe Rhabarber. Aber ich hätte auch Bock auf so was Schokoladiges. Oh, Cheesecake. Guck mal da oben, Sophie. Mit der Erdbeer. Oh ja, sehr ungesund. Aber hier die Cheyenne sind halt nichts. Ich rede nochmal mit der Cheyenne. Cheyenne Popenny. Also, ein Stück Cheesecake. Wir teilen uns ja alles. Zum Probieren. Junge, wieso ist das Licht so ugly? Ich kann noch nichts essen. Willst du eine Quiche? Nee, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Aber gibt's da ja auch. Guck mal, wie die da stehen. Wie krass ist das denn? Oh nein, wie süß. Oh mein Gott, wie süß ist das? Ich kann nicht mehr. Alter, wie krass sehen die Brownies auch aus. Voll den süßen Place, Leute. So was Cutes. So was Cutes. Wow. Oh mein Gott. Crazy. Test Party People. Geil. Schmeckt der nicht nach Fisch? Haben wir dir nicht die Malediven-Story erzählt? Was? Wie, was war das nochmal, das, wieso das so fischig war? Smoked. Geräucherter Lachs, wenn du Lachs räucherst. Cheesecake. Und die haben Cheesecake gesmoked. Und das hat geschmeckt, als würdest du so einen Räucherlachs essen. Wow. Ich dachte, das wäre cool. Wir haben gesehen, dass die neben uns das auch bestellt haben. Und dann haben wir beobachtet, wie genau das gleiche passiert ist. Wir haben das auch probiert haben und ich dachte, krass, ne? Alter. Das ist richtig juicy. Oh mein Gott. Krank. Oh mein Gott. Krass. Tourguide Noel, sag ich. Krass. Ich möchte sogar so ein bisschen zimtschädiger. It's time for piercing. Da habe ich jetzt meinen Termin. Süß, ne? Okay, let's go. Ja, oder halt das da, das was du mir zu geben. Weißt du, ob das nicht mein Start ist? Also ob das schon so schlecht. Obwohl doch, tut es auch, kann man ja nicht. Wir haben uns jetzt erstmal nochmal in einen Café gesetzt, weil die Frau dort auch noch beschäftigt war. Und da jetzt einfach rumzustehen, macht auch keinen Sinn. Deswegen, wir haben jetzt noch 25 Minuten, bis der Termin ist. Und haben uns hier ein bisschen was zum Trinken geholt und sitzen in der Sonne und genießen. So eine Genießer-Truppe. Ja, meiner ist lecker. Scheiße, das ist ein Hafen. Scheiße, da ist ein was? Haar von mir drin. Ah, es schmeckt gar nicht so krass nach Gras, finde ich. Ja. Ich finde, es schmeckt nach Fisch. Kaffee getrunken und jetzt werde ich gepierst. Ich bin nervös, aber ich vergesse irgendwie, dass ich nicht so krass schmerzempfindlich bin, deswegen, das wird schon. Ja, also ich wollte hier das machen. Ja. So ein Ring und das. Nee, also und das Loch. Ja. Und dann das. Ja. Ja.
Schade, ich wollte jetzt herfahren. These, and I think I also have one, this one. Ah, und ein Blitz. Finde ich auch süß. Ja, and am I able to also get this as a conch? Yeah, the lightning? Yeah, I only have this lightning. Only with the diamonds. I don't have the normal one anymore. Okay, that's not a problem. Nee. Oder? Was habt ihr schon? Den Lightning, den Blitz als Punch. Der ist halt größer. I wore it for a long time. Let me see, where's my phone? Maybe I can show you a picture of it. Mein Gott, ihr auch. Sieht richtig geil aus. Ja. Ich glaube, ich lasse es sein. Also hast du die Preise gesehen? Ja, ja, deswegen. Das mache ich dann lieber zu Hause. Ich kann drauf verzichten. Das machst du alleine heute. Viel Spaß. Ja, ich finde das hier halt mega okay, geil. This is not the best picture, but this is a... Urlaub kannst du überall machen. Yeah, you can definitely do it. You definitely have space for it, And do you think, like, three... At the same time? At the same time is too much for like the healing? No, because you're gonna do lobe, two and one cartilage, that's fine. I always do two cartilage myself anyway, so. Sollen wir erstmal ein drittes machen, gucken wie es aussieht und dann überlegen, ob ich das in der Mitte mache? Ja, wenn du dich da noch fühlst, mach ich so. Okay. Do first the loop, the third one, yeah. The conch, and then see how the ear looks and then maybe the... Absolutely. In between thing. Okay, jetzt müssen wir uns nochmal jetzt entscheiden. Also, to see if I have time, because I also have an appointment after you. Ah, yeah. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay, you have a look. I'm just gonna ask you. Yes. Als drittes Ohrloch würde ich halt entweder so ein kleines Glitzerring nehmen oder das ganz Simples. Dieses ganze Glitzer, das ist ja dazwischen. Ja. Damit ich so ein kleines Glitzerring nehme. Ich finde halt das mit Glitzerring süß, aber. Oder wie findet ihr das? Ah, das ist cool. Das hängt. Das macht das. Das ist geil. Okay, das für das dritte und jetzt für den Conch. Für den Conch würde ich vielleicht sowas machen. Ist das nicht zu groß für Conch? Nee. Wenn du willst, dass man es halt auch sieht, weil es im Ohr ist, hat die Noelle schon recht. Dann ist das ein bisschen größer. Bist du aufgeregt? Ja. Aber wenn man zwei will. Was machst du jetzt alles? Also, wir machen jetzt erstmal drittes Ohrloch. Dann machen wir den Conch. Und dann gucken wir, ob timing-wise noch genug Zeit ist. Machen wir hier zwischen dem ersten und zweiten hier oben die See, it's a bit. It could work. Mm-hmm. Nee. It might be a bit annoying. Ist eigentlich süß. Guck nicht so ängstlich. Die Biene ist auch süß. Okay, so I'm gonna put dots first anyway. Yeah. Let's see. So probably nice to have like these are quite far away and then these are a bit closer, right, to each other. The third one. Yeah, like somewhere here. Yeah, here I'll put a dot and then even noise changing. I think that's a bit. So I'm just gonna put on the casters, so if you can look straight forward for me. This is the extreme. Okay. So you can breathe in for me, and then breathe out. Oh. There we go. You okay? Uh huh. Okay. This will be a bit annoying. Okay, worst part's over. You okay? Mm-hmm. Keep breathing. Mm-hmm. Wie fühlst du dich? Ja, toll. Okay. Is it done? Yeah. Oh, okay. Das war's. Das war's, ist drin. Ja. Yeah. Yeah. It was, nothing nice. No. I've never thought it's gonna be very painful, because then you're gonna stress. Oh my god. But now it's okay, right? Yeah, it's now it's fine. Ich mach gerade nur deine Ohrring rein. Scheiße. Dann ist heiß. Ja, das ist Kreislauf. Es hat geballert bestimmt. Yeah. Trink mal einen Schluck Wasser von der Schenke. Wenn es sich gerade bewegen darf. Ja, ich kann schon. Oh ja. Sag mal dein Öhrchen. Ich glaube, schützen. But it's warm in here anyways. Ja, I'm supposed to have like a fan here, but it broke, so. Oh. Of course. Macht sie gerade. So eine wilde Carol. Okay.
for me. And then breathe out. Ja. Gut, dass die Cheyenne nicht guckt, wie dieses Ding da drin hängt. Ich glaube, dann wäre es so over. Okay. Das, ja. Jetzt hat sie das. Oh nein, jetzt habe ich das verpasst. Ja, das war schon Ohrloch einfach. Ah, okay. Also das war aber das Hängende. Das war es less painful? Ja, yeah, less painful. Okay, good. Die Cheyenne kann nicht mehr. Und? Das steckt noch nicht. So, okay. Now it's just a part, now it looks weird. Nicht schlimm, aber was? Oh, das blutet jetzt. Ein bisschen, ja. Geil. Das wird geil aussehen. Still sticking out now, looks a bit weird, but... Nein, das wird geil aussehen. Das dritte Ohrloch. Willst du da gucken? Nee, nee, nee. Geh weg. Also, weil jetzt nimmt sie die Nadel. Jedes Mal eine neue auch. Wir gehen. Okay, you can breathe in for me. And then breathe out. There we go. Yeah, the last one is always the worst. Yeah. Echt? Yeah. Ja, weil das Ohr schon so... There's all the adrenaline that's really gone. Yes. Mm. Geil, Carol. Sieht toll aus. Wow, das sieht toll aus, Caro. Ja. Mm. Ich habe so ein Fan davon, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Ja. Aber bei ihr sieht es halt auch toll aus. Ja, Caro hat auch schöne Ohren einfach. Alright, you're finished. Okay, jetzt will ich hier deine Reaction sehen. Warte, darf ich mal dein Ohr kurz filmen? Richtig. Boah, das sieht richtig, richtig schön aus. So, und jetzt gucken wir hier die Reaction an. Dann oder das. Alter. Alter, wie rot ist mein Ohr eigentlich? Ja, das ist halt ein bisschen durchblutet jetzt. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Sieht richtig schön aus. Du hast schöne Ohren. Thank you so much. No problem. I think it was also really nice. Oh, wow. Das sieht richtig toll aus. Thank you. Zeig mir nochmal dein Öhrchen. Ja, ja. I have a quick other question. There are three silver rings with. Sieht richtig toll aus. I don't think I'm okay. Tell me that you're okay. Every single thought inside my brain replaces your face. I don't think I'm okay. Hello, it's me, Caro aus The Future. Ich wollte kurz mal ein Update geben zur Piercing-Situation. So sieht mein Ohr bisher aus. Also die Ohrringe, die ich mir dann auch hier in Amsterdam gekauft habe, die habe ich auch noch seitdem drin. Die habe ich aber auch schon mal ausgewechselt. Und ich wollte euch kurz nochmal sagen, wie es so ist, weil ich mir jetzt gerade noch die Lotion drauf mache. Ich habe hier so eine Arnika-Kamillen-Lotion gekriegt. Da soll ich immer morgens und abends die Piercings träufeln vorne und hinten. Und ich muss wirklich sagen, dass ich extrem zufrieden bin mit diesem ganzen Laden. Ich kann den zu 100% empfehlen. Ich habe, wie euch auch gesagt, wie der heißt. Und die haben auch weitere Standorte. Schmerzlevel technisch. Ich kann den mittlerweile anfassen. Ich kann auch mein Ohr umdrehen. Und das Ganze ist jetzt 10 Tage her. Also voll, voll, voll okay. Auch von Schmerzlevel würde ich sagen, war das so eine 5 von 10. Bin nicht so krass schmerzempfindlich, aber in dem Moment dachte ich mir schon so, pass. Also ich dachte mir so, oh, pass. Die anderen beiden, damit ist gar nichts. Ich bin wirklich hella, hella happy. Man muss dazu sagen, ich habe Piercings jetzt in Echtgold, glaube ich, ist das sogar. Ja, Echtgold mit Diamanten gekauft, weil ich die so schön fand und weil ich die auch gerne länger drin lassen wollen würde. Und bei der hier in der Mitte, dieses Hängende, weil der hängt so ein bisschen, seht ihr das? Hui. Ist was, was ich so noch nie gesehen habe und deswegen wollte ich es dann lieber in echt haben, damit es dann auch bleibt. Und ja, kann ich wirklich komplett empfehlen. Highly, highly, highly recommend. So als kleine Side-Info wollte ich das nochmal so kurz dazwischen packen, damit ihr wisst, dass, ja, dass das toll ist. Weil dann hätte ich sonst nochmal gewartet. Hätte ich nochmal warten müssen, bis ich euch im nächsten Video sage. Deswegen sage ich es direkt. Highly recommend. Love this place. Weiß, dass Piercings süchtig machen, aber das wäre es erstmal für mich, glaube ich. We will see. Aber ich bin auch so happy mit dem Conch. Wirklich
happy, happy, happy. Ich finde, es passt extrem gut zu mir. An dieser Stelle will ich nochmal kurz einen Shoutout geben zu AirUp. Danke, dass ihr mich heute unterstützt mit diesem Video. AirUp ist für mich ein absoluter Life-Changer und für viele andere auch, die nicht so gerne Wasser trinken. Ich muss sagen, mir persönlich fällt Wassertrinken nicht schwer. Ich mag Wasser ohne Geschmack, aber ich finde vor allem im Sommer gerade so ein bisschen was Fruchtiges zwischen den Lippen zu haben, ist toll und ich distanziere mich von Süßgetränken. Deswegen ist AirUp mein absoluter Favorite und gerade hier in dieser Stahlflasche ist es ein Muss. Denn wenn du kaltes Wasser reinmachst, hält es so krass kalt. Gerade wenn ich zum Pilates gehe, gerade wenn ich zum Yoga gehe oder zum Personal Training, nehme ich die mit, weil das Ganze kalt bleibt und nicht so komisch warm wird. Und deswegen finde ich die Kombi extrem toll. Ich habe hier jetzt gerade noch keinen Duftpott drauf. Ich erkläre euch auch gleich nochmal für alle, die AirUp nicht kennen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist AirUp ein deutsches Unternehmen und das allererste weltweit mit einem duftbasierten Trinksystem. Das heißt, man kriegt das ganze Aroma durch den Duft. Hier zum Beispiel in diesem Kit mit der Stahlflasche bekommt man auch zwei Pots dazu. Ich habe hier einmal Peach und Cherry. Und ich öffne jetzt eine davon. Ich nehme mal Peach, weil ich habe da jetzt auch sauer Bock drauf. Das ist auch wie so Eistee einfach. Wenn ihr so nochmal extra Eiswürfel reinmacht, dann bleibt es auch nochmal extra kalt. So sieht dieser Pot aus. Den öffnet ihr dann. Und den stülpt ihr dann einfach drüber. So hier drüber. Und dann zieht ihr den hoch. Und dann, das ist so verrückt, weil es funktioniert und es einfach geil ist. Es sind halt 0 Kalorien für alle Leute, die darauf auch achten, weniger Zucker zu sich nehmen wollen und gerade auf Süßgetränke verzichten wollen oder einfach was für den Alltag brauchen. Das ist ein absoluter Smash. Ich habe leider keinen Code für euch. AirUp lohnt sich trotzdem zu 100%. Und das hier sind auch noch zwei meiner Faves. Einmal auch Iced Tea Peach. Schmeckt nochmal ein bisschen anders. Und einmal Yuzu Rosemary. Ich mag aber auch sehr gerne Zitrusfrüchte einfach allgemein. Falls es euch interessiert, schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Ich verlinke euch dort alles. Und hier sind auch nochmal Infos über dem Screen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. I did it. Party people. I did it. Ich muss sagen, es pocht. Ja, weil normal. Wir sind jetzt bei Chappies. Noelle hat das rausgesucht und gönnen uns jetzt geiles Italienisch. Das sieht voll schön aus. Voll schön. Draußen ist sehr idyllisch. Time for food. Yummy, yummy, yummy. Wir warten seit einer Stunde auf unser Essen. Aufgrund. Ist ja eine Stunde. Ja, wir haben Hunger. Die Mut ist auf jeden Fall wieder da. Also, wir laufen jetzt zu einem weiteren Schmuckladen. Wir haben eben für das Mukbang heute ganz viele Snacks geholt. Also Cheyenne macht schon mal ready. Wir machen hier so, wie heißt das nochmal? Chips? Hot Chips Challenge. Ja, ich nehme Eist Soja. Was? Eist Soja. Latte Macchiato oder Cappuccino. Kaffee. Ja, ich auch. Eist Soja Cappuccino. Merci. Wir haben uns hier auch in so ein kleines Café gesetzt, waren ein wenig erfolgreich und gehen jetzt noch ein Schmuckgeschäft anschauen. Und dann geht es zurück ins Hotel. Und ja, mein Ohr ist am Piercing. Die Piercings sind am Piercing. Kannst du mal holen machen? Ja, heute. Es gibt nur Oat oder Coconut. Dann nehme ich Coconut. Mmm. Never bei dir? Das ist normal. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for ein paar süße Teile gefunden. Einmal diese Pistole, weil wir sind in unserer wilden Era. Und die Hoops fand ich ganz cute. Cheyenne ist auch fündig geworden.
Ansonsten sind die hier alle ein bisschen sehr sympathisch. Wir pranken jetzt den Peter Lorenz. Wir erzählen ihm. Soll ich denn sagen, dass ich, soll ich sagen, dass ich im Krankenhaus war? In der Notaufnahme? Ja. Ja, ja, sag ich. Weil ich meine Nippel gepierst habe. Ja, mach nicht Muschelpiercing, das ist ein bisschen nett. Und was soll ich dann sagen? Dass mir jetzt beide Nippel entfernt wurden. Sag einfach so, boah, Papa, sei nicht sauer. Ich habe was ganz Dummes gemacht. Und ich habe meine Nippel pissen lassen. Es hat sich entzündet. Und da ist Eiter rausgekommen. Ja, und du musst ein bisschen ausschmücken. Du musst ein bisschen so sagen, ja, der Laden, der sah voll clean aus und so. Ich dachte, das war voll teuer. Das war voll teuer. Ich dachte, ja, da passiert nichts und so. Aber dann hat es richtig weh getan. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann mussten wir heute Morgen in die Notaufnahme. Sollte ich es mit Bildschirmaufnahme aufnehmen? Mhm. Mach mal, ich will seine Reaction und so. Papa. Hi. Was ist los? Nicht sauer sein. Was ist los? Ich habe mich gestern piercen lassen. An den Nippeln. Und wir waren, also eine Freundin von mir hat mir den Laden empfohlen in Amsterdam, halt in der Innenstadt, weil der so, der war teuer und der sah auch gut aus. Und deswegen dachte ich so, ja, ich wollte das eh schon immer mal machen. Warum nicht? Entzündet. Ja, und das Ding ist, also ich habe mich da auch voll wohl gefühlt und es sah auch voll schön da aus. Und es hat auch voll viel gekostet. Ich habe dafür 800 Euro gezahlt. Toll. Weil da sind so... Hoffentlich hast du keine Hepatitis eingefangen. Ich habe nämlich extra so Piercings genommen mit so Diamanten, die drauf sind und so. Super. Ja, und dann hat die das da durchgestochen. Und klar, das hat dann erstmal wehgetan, aber es war eigentlich... An beiden? Ja. Zeig mal. Nee. Und nee. Das geht nicht, weil... Ja, dann heute Nacht hat es richtig gepocht. Und dann sind wir in die Notaufnahme, weil ich die ganze Zeit nicht schlafen konnte. Und dann kam da halt Eiter aus jedem Loch raus. Bei beiden? Mhm. Und dann? Und dann hat er halt gesagt, dass meine Nippel entfernt werden müssen. Tja. Prank, oder was? Ha? Was ist denn jetzt los? Ihr seid doch Arschlöcher, also wirklich. Peter Lorenz, wie kann man so entspannt auf sowas reagieren? So, tja. Nee, also weißt du, ich habe in meinem Leben schon viel erlebt. Ja? Das war jetzt einfach nur legendär. Gerade die Goods geholt. Das brauchen wir nämlich für dieses eine TikTok. Und dann holen wir auch den Lieferanten auf dem Weg ab, weil der gerade das Essen liefert. Können wir das TikTok zu Ende machen, haben noch ein bisschen Wasser und dann drehen wir heute mal, wenn alles gut läuft, einen Mukbang. Are we excited? Ja. Yeah. Yeah. Leute, kurzes Update. Kollabte. Wir haben gerade einen Mukbang gedreht und ein American Candy und eine Chip Dead Challenge. Hot Chip Challenge. Ja, und jetzt ziehen wir uns an und dann gehen wir weg. Komm, mach noch ein paar Mal. Das kühlt, das kühlt. Leute, die Reisetruppe ist zusammen. Wir gehen jetzt was trinken und gehen dann in, eine coole Show. Gut. Scheiße, ihr habt mich voll gekleckert. Wir sind back von unserer wilden Nacht. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Es war sehr informativ. Wir haben alle was dazugelernt. Wir haben alle was dazugelernt. Wir haben alle neue Dinge gesehen, erlebt und getan. Und jetzt, wow, oh mein Gott, muss die Sophie mir mal hier dieses Ding drauf machen. Boah, ich krieg's nicht auf. Sie hat gesagt, ein Tropfen vorne, ein Tropfen hinten bei allen.
Okay. Kannst du den Kopf irgendwie in den Nacken legen, so ein bisschen? Nicht anfassen, ja. Ja, damit ich es nicht anfassen muss. Geht das so oder tut es weh? Nee, das geht. Thank you. Thank you, Lini. Thank you, Lani. Ich habe das Gefühl, der Tag ging heute schon so lang. Ich muss mal deine Creme da rausknallen. Ich habe Ausschlag vom Chip. Das ist krass, weil Sophie einfach nur einmal, also wir haben ja alle nur einmal geleckt. Ja. Selbst dann hat Sophie auch too much von mir. Hast du nicht von Junk Elephant diese lilane Creme? Ja. Magst du die nicht? Doch, aber die ist irgendwo in meinem Koffer. Achso, bin gerade nur zu faul. Was ist der Unterschied? Ich glaube. Was passiert? Aber du siehst es nicht, sorry. So, Leute, so trage ich meine Brille zurzeit. Ich habe Angst, recht die Brille zu tragen. Ach so, wie ein Märchen. Party People, wir liegen in the bedroom. Wir liegen in the bed. The eyes are earring and we are about to sleep. Eyes are earring? Was wolltest du sagen? Meine Ohren sind am Ohren. Habe ich mal Eis gesagt? Ja. Okay, lol. My ears are am earring. Und wir gehen jetzt schlafen. Wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Oh. Ups. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall immer. Hey! Was bist du denn da? Weiß nicht. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!